einzige große Schweizer Aktie, die jetzt wirklich gelaufen ist während den vergangenen Monaten. Ist so, ja. Ich meine, da hat man jetzt, glaube ich, wirklich realisiert, dass diese CS-Übernahme ein Schnäppchen war. Meyer Burger, hast du da die Hände bald auch mit drin wieder? Ramon, bist du mit dem Tesla gekommen? Nein, ich habe keinen Tesla. Aber mit Tesla hätte man gut Geld verdient. Gut, Tesla, die Tesla-Aktie schauen wir uns nachher gleich noch ausführlich an. Wir haben noch andere Themen. Öl, West Texas Intermediate. Dann die US-Aktie schauen wir uns an. Doc Morris, Meyer Burger und Roche. Ramon, aber zuerst meine Frage. Womit hat man während den vergangenen zwei Wochen wirklich Geld an der Börse verdient? Mit Öl hätte man am meisten verdient. Über 10% gestiegen seit unserem letzten Video. Okay. Dann Tesla war sicher eine gute Aktie. Und die Aktienindizes musste man wirklich gut traden, damit man was verdient hatte. Wer hat jetzt da wirklich davon profitiert, von diesem Anstieg? Ich denke vor allem Saudi-Arabien und die Russen. Und Trader natürlich, weil man da einfach relativ kurzfristig hin und her handeln musste. Ja. Richtig, aber Timing war nicht so einfach. Gut, zum Thema Tesla hast du ja eine ganz interessante Grafik mitgebracht. Vielleicht erklär mal. Ja, ich meine, hier sieht man die Preise, welche Tesla für Model S und Model X verlangt. Das ganze Jahr runtergekommen. Ich meine, sind irgendwie 20-25% billiger geworden. Mhm. Was ja schön ist für den Konsumenten. Vielleicht konnten sie dadurch auch ein paar Autos mehr verkaufen. Kann ja sein, oder wenn es so günstiger wird, tendenziell. Richtig, aber sicher nicht mehr so viel verdient. Aber dann eben schauen wir mal die Aktie an. Meinst du, hier ist der Wettbewerb auch etwas stärker geworden? Also es gibt ja auch einen chinesischen Anbieter, der sehr stark in den Markt hineinkommt. Das ist sicher ein Thema. Ich meine, die Chinesen haben wir jetzt ja gleich gesehen, da in der Automesse in Deutschland, ja. Die haben wirklich ein paar schöne Autos gezeigt. Jetzt die Tesla-Aktie, nichtsdestotrotz, wir haben gesehen, seit Jahresbeginn sind die Preise für die Modelle 25% zurückgekommen. Die Aktie hat sich verdoppelt. Irgendwie schwer zu begreifen für den normalen Investor. Ja, aber eben, das ist halt Perception des Marktes. Ich meine, wenn wir ja sehen, vorher ist sie auch runtergekommen. Ich meine, wir sehen hier auf dem Chart. Ja, vielleicht hier mal der langfristige, ja, Chart. Da kann man sehen, also das war vor allem Ende 2021 bis eben in Dezember hinein 70% verloren. Und jetzt hat sie seinen Kursanstieg gemacht, meiner Meinung nach eine Erholung. Und das hat von der niedrigen Kursbasis her für eine Verdoppelung gereicht. Ja. Ja, richtig. Eben. Ich meine, 70% habe ich auch nicht gedacht, dass das so viel sei. Gewaltig, ja. Und jetzt natürlich eben lernt man ja 70% runter, dann 100% gestiegen und immer noch massiv im Minus. Ja, genau. Also das, ja, ist halt einfach so. Und auf der anderen Seite, die Erholung, wenn die jetzt wirklich ausläuft, ja, dann wissen wir, was nachher wieder passieren müsste. Denkst du, da würde sich jetzt lohnen in Tesla? Also wir haben jetzt also einen Top gesehen vor ein paar Wochen, dann jetzt wieder ein Anstieg, aber meiner Meinung nach ist das so eher jetzt eine Top-Bildung, die ihr da einsetzt. Also ja, bin ich auch der Meinung. Also ich meine, ich denke, Risiko besteht sicher, dass wir dann auf einmal wieder Kurse irgendwo bei 150 sehen. Aber ich meine, wir sehen ja, die Aktie ist extrem volatil und der Elon Musk, der ist immer wieder mal gut für eine Überraschung. Gut, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ist ja spannend. Jetzt, du hast Crude Oil angesprochen. Eine enorme Grafik hier. Also. Ja, ich meine, eben auch hier sieht man, Öl ist gefallen, gefallen, gefallen. Und dann aber, wie du in deiner Grafik eingezeichnet hast, die große Wedge. Lange Zeit ist nichts passiert. Und jetzt auf einmal der Ausbruch. Und ja, jetzt merke ich auch, dass Öl wieder ein Thema wird bei den Leuten. Also bei Investeo haben wir diese Falling Wedge, wie das heißt hier, der Fachbegriff, haben wir sehr, sehr lange thematisiert, ja, 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 auch. Und also so einen Link zur aktuellen Studie kann man in der Videobeschreibung noch finden und vielleicht sich mal diese Studie auch anschauen. Ja,
eigentlich, was man jetzt ja da sieht, im Gesamtkontext, würde sich jetzt eigentlich so der Primärtrend, der ja positiv ist, wieder fortsetzen. Das heißt, so am langen Ende, in etlichen Quartalen natürlich, würde das Öl dann auf neue Höchstwerte hier hochgehen. Glaubst du, dass das plausibel ist? Ja, ich meine, ich denke, für den Moment kann man sich es fast nicht vorstellen, also vor ein paar Wochen sicher nicht, jetzt schon ein bisschen plausibler, aber ich persönlich denke auf jeden Fall, Energie ist halt einfach ein sehr großes Thema und Saudi-Arabien cuttet weiterhin die Produktion, die Russen liefern auch nicht mehr oder können gar nicht liefern, weil sie blockiert sind und ich meine, der Winter kommt. Gut, dann UBS. Ist ja eigentlich so die einzige große Schweizer Aktie, die jetzt wirklich gelaufen ist während den vergangenen Monaten. Ist so, ja. Ich meine, da hat man jetzt, glaube ich, wirklich realisiert, dass diese CS-Übernahme ein Schnäppchen war. Ich meine, konnten ja 22 Milliarden Gewinn ausweisen, nur weil der Preis so billig war. Aktie ist jetzt aus dem Flag ausgebrochen und hat dann wirklich bilderbuchmäßig akzeleriert. Ist jetzt auch, denke ich, an Preisziele, die du mal erwähnt hattest, ja, drangekommen. Ich habe nachgeschaut, also wir haben 22,50 als Preisziel gehabt hier. Jetzt sind wir plus minus da. Was denkst du? Ich denke, Verkaufslimiten reinlegen oder Calls verschreiben, wenn man die Aktie sowieso behalten will. Ich denke schon, dass UBS natürlich jetzt mit einem Marktanteil von fast 50% in der Schweiz auch über die nächste Zeit 50% hat. Ja, fast hat die 50%. Ja. Okay. Und ich meine, der Konsument ist sicher nicht der Gewinner. Also nein. Die Gebühren werden nicht zurückkommen. Ja, das ist schon klar. Gut, also du sagst jetzt hier auch, die Analyse sagt 22,50. Das ist für dich aber jetzt noch kein Verkaufsorder, sondern du hast da deine Strategie obendrauf. Genau. Das ist ja auch wichtig, oder? Analyse ist nicht gleich Anleitung. Ja? Richtig. Gut. Aber es gibt mal eine Idee, wo man ungefähr sein sollte. Ja, genau, finde ich auch. Gut, jetzt das nächste Thema. Wir haben gesagt, Doc Morris, Meyer Burger, das sind zwei Small Caps. Jetzt haben wir vor einiger Zeit mal mit dir ein Video gemacht. Du bist ja Spezialist im Handel mit Small Caps. Und ja, kannst du vielleicht mal ganz kurz noch mal daran erinnern, was da die Spezialitäten sind? Ja, sicher. Die Liquidität ist ein ganz großes Problem. Immer gut mit Limiten arbeiten und sich nicht verführen lassen durch kleine Ausschläge auf kleine News. Also Liquidität jetzt von was, wovon? Von Aktien. Ich meine, an und für sich haben wir ja vorher auch gesagt, du kannst ja nur etwas kaufen, das ein anderer verkaufen will. Mhm. Und wenn niemand eine Aktie verkaufen will, ja, dann kann ich die auch nicht günstig kaufen. Mhm. Dann ist dann da einfach der nächste Preis, wo jemand bereit ist zu verkaufen, da kann ich wieder kaufen. Und bei diesen Small Caps ist ja häufig das Problem, dass da irgendeine Meldung kommt, ob die jetzt vielleicht auch absichtlich dann reinkommt, den Markt sei jetzt mal dahingestellt. Aber da kommt die Meldung und dann wollen alle und eigentlich jeder weiß, dass die Meldung gekommen ist und niemand hat dann irgendwie Lust, das abzugeben, weil die Preise ja hochgehen. Oder? Genau. So nach dem Prinzip. Gut, also haben wir es begriffen. Doc Morris ist eine ganz interessante Aktie. Die hat ja Kurse bis zurück ins dritte Quartal und noch viel weiter, 2022. Aber Doc Morris ist an der Börse noch nicht so lange quotiert. Nein, ich meine, die meisten Leute kennen das zur Rose. Aha, zur Rose. Zur Rose, unsere Versandapotheke in der Schweiz, war keine Erfolgsstory. Nein, ich glaube, die hat nicht vielen Investoren zuletzt wirklich Freude gemacht. Hast du da auch eingezahlt? Ich bin noch gut rausgekommen, Kapitalerhöhung einmal mitgemacht und dann aber gemerkt, es geht nicht hoch und dann wieder ausgestiegen. Das war, glaube ich, irgendwo bei 120. Und dann ging es wieder runter und ja, wir sehen ja die Preise. Also das hier ist eigentlich zur Rose, hier quasi der zur Rose-Konzern minus zur Rose, nur noch quasi Doc Morris. Ganz genau, ganz genau. Nur noch der deutsche Teil. Zur Rose wurde verkauft an die Migros. Sie brauchten Geld, ganz einfach, weil die haben sehr viel investiert in diese Doc Morris E-Rezept, das schon vor, weiß nicht, 2 oder 3 Jahren hätte kommen sollen. Politik sperrt
sich dagegen, Apotheker wollen das nicht. Also ist nicht so einfach, da ein Business draus zu machen. Ja, und das ist natürlich so, da kommt wieder eine Meldung von irgendeinem Gesundheitsamt und dann liest man das und denkt, ja, jetzt kaufe ich, um davon zu profitieren. Richtig. Und dann kommt wieder dieses Small-Cap-Effekt, wird sofort eng. Ende der Woche ist die Aktie stark gestiegen, ist in den Reports drin als Wochengewinner, wird dann wieder gekauft und kommt hier der Rückkopplungseffekt. Richtig. Und man muss dann einfach nicht verpassen, wieder auszusteigen. Mhm. Wie gehst du hier vor bei Doc Morris? Was machst du da? Doc Morris, muss ich sagen, handle ich ganz, ganz selten. Ich finde eben, das ist teilweise so volatil und vor allem diese Meldungen, da kann irgendwo einer Gesundheitsminister, was auch immer, irgendeines Tages was sagen und das nächste Mal schaue ich auf den Bildschirm und dann sind es 5 oder 10% an einem anderen Ort. Mhm. Gut, Meyer Burger war so mal die Schweizer Erfolgsstory. Jetzt, wenn ich so das anschaue, so, was sagst du dazu? Ja, ich meine, Schweizer-deutsche Erfolgsstory. Ich meine, was ist da gelaufen? Ja, ich meine, die Firma auch immer nur Geld verloren, dann Strategie gewechselt, nicht mehr nur Maschinen zur Produktion von Solarpanels herzustellen, sondern die selber herzustellen, wurden dann von Deutschland unterstützt, dort eine Fabrik aufzubauen, haben dann nochmals da irgendwo bei 8, 9 Cent Geld aufgenommen und dann wurde der Markt relativ schnell optimistisch, kam natürlich dann auch die ganze Energiekrise dazu. Ja, genau. Dann sagte man, ja, Solarpanels, das braucht man einfach. Mhm. Und dann leider irgendwo hat der Meyer Burger die Erwartungen halt immer wieder nicht erfüllt. Wo war das ungefähr dann? Ja, ich würde sagen etwa hier. Da wurde man dann sich bewusst, dass diese ganze Produktion nicht so rund läuft und dass die Kapazität eben nicht so hoch ist, wie Sie gesagt haben. Trotz allem ging es dann nochmals runter und dann ging es nochmals richtig hoch. Euphorie war nochmals da, da kamen diese Programme, die unterstützt wurden. In Amerika werden ja da, weiß nicht wie viele Milliarden in diese Bereiche eingesetzt. Und Meyer Burger hat gesagt, sie werden jetzt auch dort eine Fabrik eröffnen. Also überall dort, wo du Geld mit Hilfen kriegst und so, sind sie dabei. Aber am Markt selber verdienen sie da Geld? Oder? Nein, bis jetzt noch nicht. Und jetzt denke ich, seit wir jetzt diesen Anstieg der Zinsen und man ein bisschen skeptischer geworden ist gegenüber solchen Firmen, ist jetzt der Kurs stark gefallen. Ja, das ist natürlich, wenn du kreditfinanziert bist, viel Fremdkapital, wird es natürlich eng, wenn das Kapital teurer wird. Meyer Burger, hast du da die Hände bald auch mit drin wieder? Nein, weil längerfristig bin ich mir überhaupt nicht sicher. Ich denke, für einen Trade wäre es möglich, dass man da irgendwo um 35 Mal versucht, was zu kaufen und dann vielleicht einen 10-prozentigen, 20-prozentigen Rebound versucht zu spielen. Aber ist nicht so oberst auf meiner Liste. Gut, jetzt noch Roche, die letzte Aktie. Was sagst du dazu? Ja, Roche ist jetzt wieder auf ein interessanteres Niveau gekommen. Ich meine, sehen wir mal. Ja, aber ist ja immer klar, wenn es günstiger wird. Also. Ja, aber ich denke jetzt, wenn man sich überlegt, Level wie vor fast 10 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Roche in der Zwischenzeit verdient hat. Also die ist sicher fundamental billiger geworden. Mhm. Ob das am Schluss dann reicht, dass die Aktie wieder steigt, aber mir ist es jetzt lieber. Ja, aber fundamental günstiger. Also fühlst du dich da besser, wenn du Geld verdienst, weil es fundamental günstiger geworden ist? Also nein, damit sage ich nicht, dass du das sicher das Geld verdienst, aber du hast nach unten irgendwo hast du einen Buffer. Weil wenn eine Firma 10 Milliarden verdient im Jahr, dann irgendwo ist dann der Level, wo sonst eine andere Firma kommt und die kaufen würde. Gut, unsere Analyse, ich habe da, wir blenden da unten den Link dazu ein. Die hat vor ein paar Monaten schon gesagt, 260 Schweizer Franken. Ja, jetzt sind wir da so in der Nähe. Denkst du, dass das irgendwo jetzt genug ist? Ja, ich denke, hier könnte die Bodenbildung starten. Vielleicht mal eine kleine Position nehmen, eventuell ein paar Puts verschreiben. Wie gehst du vor? Ich kaufe eine kleine Position und würde an und für sich hoffen, dass wir noch ein bisschen Wohleranstieg sehen und dann ein paar Puts zu verschreiben. Mhm. Und dann, denke ich, wird es ein Geduldsspiel, bis man da wirklich eine Bodenbildung gemacht hat. Also du wartest also, bis die Aktie mal aufgesetzt hat und dann irgendwo einen ersten Anstieg und so die Vola zunimmt? Genau. Und dann mache ich mal mit.
aber okay, immer noch auf der vorsichtigen Seite, weil ich habe nicht das Gefühl, dass das schon ein fester Boden ist. Also du verkaufst einen Put, das heißt, du gehst synthetisch long eigentlich. Genau, mhm, genau. Gut, jetzt, also ich musste lachen, also ich meine, die Börse macht im Augenblick nicht viel und jetzt da eine Schlafaktie zu bringen, Ramon, ist jetzt echt erstaunlich. Ja, ich meine, das nächste Mal wollen wir ja darüber sprechen. Tonis, mhm, machen nicht nur Schlafgeschichten, aber es ist erwiesen, man kann sehr gutes Geld verdienen mit besser schlafenden Kindern. Und jeder, der Kinder hatte oder Kinder, mhm, hat, weiß, ein schlafendes Kind ist so viel einfacher wie eines, das schreit. Gut, das schauen wir uns doch das nächste Mal genauer an. Ich bedanke mich bei dir, Ramon, und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg an der Börse.